Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Marin. Heute gibt es mal wieder einen Make-up-Look, den wir schon lange nicht gedreht haben. Ich habe nämlich ganz viele neue Produkte hier in meiner Kiste zusammengesammelt gehabt und die werden wir heute gemeinsam benutzen und diesen Look hier kreieren. Wenn ihr sehen möchtet, wie ich diesen Look geschminkt habe, bleibt sehr gerne dabei. Und falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert mich doch gern einmal hier unten. Das ist für euch kostenlos. Aktiviert gerne die Glocke und gebt gerne diesem Video einen Daumen nach oben. Damit tut ihr mich nämlich ganz lieb unterstützen. Ja, auf jeden Fall habe ich ein wundervolles Körbchen hier vorbereitet mit ganz, ganz neuen Produkten, die auch letztes Jahr schon teilweise eingezogen sind, aber auch in den letzten Wochen, die noch nicht zum Einsatz gekommen sind. Das machen wir heute gemeinsam. Wir testen heute gemeinsam neue Produkte aus. Es ist zum Teil auch High-End, muss ich direkt dazu sagen, aber es sind noch ein paar Drogerieprodukte dabei, die relativ günstig sind. Also es ist heute eine Mischung, einfach neue Produkte im Test, ihr Lieben. Wie ihr seht, habe ich noch nichts im Gesicht. Also meine Haut ist aktuell aufgrund zum einen der wirklich der kalten Luft, aber natürlich auch durch die Heizungsluft. Ja, die rastet gerade ein bisschen aus. Das ist aktuell bei mir leider ein bisschen schwierig, gerade in der Wangenpartie, wie ihr seht. Aber wir werden ja heute tolle Produkte benutzen, mit denen wir das Ganze wieder etwas schöner gestalten. Ich würde gerne starten mit einem neuen Produkt im Bereich Primer. Wenn ihr mir länger folgt und schon ab und zu mal ein Make-up-Video von mir geschaut habt, dann wisst ihr, dass ich nicht so der große Primer-Fan bin. Allerdings konnte ich bei diesem Primer nicht da vorbeigehen, habe den gekauft von Lancôme, den Prep and Matte Primer in 25 ml. Und zwar ist das ein Refreshing Mattifying Make-up Primer All Day Hydration. Also es ist ein feuchtigkeitsspendender, erfrischender Primer mit Matt-Effekt. Und der tut den ganzen Tag wohl Feuchtigkeit spenden. Der war nämlich reduziert von 36,95 auf 15,95. Ich hatte es euch schon in meinem letzten Beauty Haul gezeigt. Und ja, den werden wir natürlich jetzt ausprobieren. Ich muss auch sagen, ich habe gar nicht so viele Primer mehr da. Ich habe vieles aussortiert und ich habe auch ein paar im High-End-Bereich. Ich habe zum Beispiel einen von Laura Mercier oder aber auch von, von Smashbox habe ich einen da. Ich weiß nicht, ich bin nicht der größte Primer-Fan, aber wir nehmen das Ganze. Das ist, ihr seht schon, dass die Konsistenz ist ganz, ganz leicht. Also es ist eine ganz leichte Konsistenz auf jeden Fall. Ja, es wird jetzt einmal ein bisschen roter noch mein Gesicht, wie ihr seht. Das ist aber normal, ich brauche noch ein bisschen mehr. Dann zeige ich euch die Konsistenz noch einmal. Habe ich jetzt im ersten Moment nicht dran gedacht. Ich habe auch lange kein Make-up-Video gedreht, ihr Lieben, wenn ihr das bemerkt habt. Ja, das war jetzt schon längst überfällig, aber so Make-up-Videos, Schminkvideos dauern halt auch echt seine Zeit und es wird halt nicht so gern geguckt wie jetzt zum Beispiel Holz von mir. Deswegen überlege ich mir das immer vom Zeitraum, ob das passt oder nicht. Und ja, deswegen ist es heute endlich mal Zeit. So sieht die Konsistenz aus, aber das Ganze, wenn ihr das so ein bisschen, seht ihr das? Das ist eine ganz, ganz leichte Konsistenz, überhaupt nicht irgendwie schwer oder so. Und also mattieren tut definitiv, das merke ich hier unten schon, es ist leicht klebrig, aber das ist nicht schlimm. Fühlt sich sehr angenehm an. Geruch, ganz, ganz dezenter Geruch, das finde ich sehr gut, dass es nicht zu extrem riecht. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal ganz gut. Weil natürlich gucken wir jetzt zu Effekt mit dem Produkt, was danach jetzt kommt, so ist. Ich habe im Bereich Concealer nichts Neues, da werde ich gleich einen von Catrice benutzen. Aber ich habe zwei Produkte im Bereich Base, die neu sind, meine Lieben. Und zwar sind die auch aus Beautyboxen gewesen, zum einen aus der Charmy Box und auch aus der Fairy Box. Da ist ja auch immer richtig tolles, richtig tolle Produkte drin. Ne? Und zwar haben wir einmal von der Marke True BB Cream, in der Farbe Matt. Ist ein französisches Produkt, ist vegan und natürlich. Ich denke, wir werden die BB Cream nehmen, weil das ist auch eine Naturkosmetikmarke. Hier steht ja drauf: Age Defying Sunscreen SPF 30 All Skin Types in der Farbe Invisible Nude. Ich glaube, dass dieser Farbton ein bisschen besser passen wird, so mein erster Eindruck. Der ist nämlich relativ dunkel, auch wenn ich jetzt gerade nicht so gebräunt bin. Finde ich schon, dass der andere sehr hell sein wird. Ich gebe mir das Ganze mal auf den Handrücken. Ja, das müsste eigentlich passen. Vielleicht einen Ticken zu orange. Müssen wir mal schauen, ob das passt. Sonst mische ich mir das Ganze noch. Ich probiere das Ganze aber jetzt erstmal aus. Und da habe ich auch ein neues Produkt, was ich euch auch gerne zeigen wollte. Und zwar habe ich den geschenkt bekommen, diesen neuen Sponge. Der ist nämlich von Nivea. Designed with Care. Kannte ich gar nicht, dass die auch sowas haben. Den habe ich jetzt schon ein bisschen angefeuchtet, wie ihr seht. Der ist schon so richtig schön fluffig hochgegangen. Und jetzt gucke ich mal, ja, sieht doch ein bisschen dunkel aus, ob mir das nicht doch zu dunkel ist.
Ja, ist ein bisschen zu dunkel. Ich schaue einfach mal, dass ich das mit dem anderen Produkt ein bisschen mische und dann können wir das Ganze gleich einmal auftragen. Ja, ich habe das Ganze jetzt einmal gemischt miteinander, denn es war einfach viel zu dunkel. Das Produkt von der Marke True, ich hoffe, ich oder Treff, ich weiß nicht, ob man es so richtig ausspricht. Für dein BB-Cream, das war auf jeden Fall viel zu dunkel. Ich habe das Ganze jetzt mal gemischt mit dem anderen Produkt, was auch ganz toll eingezogen ist, und zwar von der Marke Madara. Das ist auch ein sehr cooles Produkt. Das ist Plant Steam Cell Age-Defying Face Sunscreen SPF 30. Also es ist quasi ein Sonnenschutz mit Farbe. Und zusammen finde ich die Farben ganz, ganz gut. Ihr seht jetzt, ich habe die eine Hälfte schon ja, so ein bisschen vorbereitet, damit es auch im Video ein bisschen schneller geht. Das Ganze mit dem Schwamm gemacht. Das funktioniert ganz gut. Das gebe ich jetzt auch einmal auf dieser Seite auf. Ihr seht das. Es ist eine ganz leichte Konsistenz, aber es deckt schon meine Rötung ganz gut ab. Das werde ich jetzt einmal auch auf dieser Seite machen. Ja. Ist auf jeden Fall jetzt das eine ist ein BB-Creme, das eine ist ein Sunscreen mit Farbe. Das heißt, es sind beides jetzt keine deckenden Foundations. Muss es auch heute jetzt gar nicht sein. Ich wollte auch einfach mit euch mal die Produkte so ein bisschen ausprobieren und einfach mal schauen, wie das Ganze so von der Handhabung ist. Aber die Farben, seht ihr, es gemischt, sieht das ganz gut aus. Ist jetzt natürlich die Rötung scheinbar mir trotzdem ein bisschen durch. Da ist natürlich mit einer Foundation ein bisschen mehr Abdeckung da, wie ihr seht, aber ist völlig in Ordnung. Ihr seht, das mit dem Schwamm funktioniert das sehr gut. Der ist sehr, sehr fluffig. So ein bisschen muss man natürlich mit Druck arbeiten. Ich muss auch sagen, aktuell arbeite ich so ein bisschen lieber mit dem Pinsel. Das war bei mir früher auch anders. Früher habe ich ja nur mit dem Beauty Blender das Ganze aufgetragen, weil das einfach so ein bisschen, ich finde, das natürliche aufträgt. Aber ich mag das auch aktuell sehr gerne mit Pinseln auftragen. Aber bei den beiden Produkten wollte ich euch das gerne einmal so zeigen. Ihr seht, das ist nicht wirklich viel Deckkraft da, aber das reicht völlig aus, weil wir werden ja natürlich auch noch ein bisschen mit dem Concealer jetzt arbeiten. Naja, ich wollte das auf jeden Fall ganz gerne mal ausprobiert haben, wie ihr seht. Und beides Naturkosmetikprodukte. Es muss für den Alltag auch nicht immer so die klatschige Foundation sein. Das wisst ihr ja von mir. Das trage ich sowieso nicht so gerne. Und deswegen wollte ich das gerne einmal heute ausprobieren, ihr Lieben. Das sind auf jeden Fall die beiden Produkte, die ich euch gerade gezeigt habe, von der Marke Madara und das andere von der Marke Treff, glaube ich. Einmal die BB-Cream, wie gesagt, in der Farbe Matt, gemischt mit dem genau, Produkt von Madara in der Farbe, genau, Invisible Nude. Dann machen wir natürlich auch weiter mit dem Concealer, ihr Lieben. Und da werde ich einen ganz klassischen nehmen, wie immer. Mancatrice, genau, Camouflage Concealer. Ich bin im Moment ein bisschen heller als sonst, weil ich natürlich nicht viel Sonne abkriege. Ne? Draußen ist halt immer noch Winter. Deswegen habe ich den helleren aktuellen benutzen. Das ist der in Hazelnut Beige in der Farbe 36. Das Ganze geben wir uns jetzt auch einmal unter den Augen entlang und auch so ein bisschen runter, damit die Rötungen noch ein bisschen besser abgedeckt werden. Ja, also ich muss sagen, Concealer ist mein Alltagsbegleiter. Ich benutze im Alltag eigentlich so gut wie gar keine Foundation, aber dementsprechend natürlich auch ein bisschen mehr Concealer. Ich habe jetzt aber, das sieht so viel aus, so viel ist es nicht. Ich habe das einfach nur ein bisschen verteilt und das gebe ich mir jetzt natürlich auch ein bisschen auf und arbeite das ein. Ich habe das Ganze jetzt einmal eingearbeitet. Der Concealer ist auch schon fixiert. Da habe ich euch jetzt nicht mitgenommen auf der Kamera, denn ich habe es wieder mit einem Produkt, was schon länger bei mir in Benutzung ist, fixiert. Denn es ist kein neues Puderprodukt eingezogen bei mir. Von Essence ist All About Matte. Das ist ein wirklich günstiges und gutes, solides Fixierungspuder. Ich habe das, wie ihr seht, nur unter dem Auge benutzt und so ein ganz bisschen auf meiner Stirn, denn wir werden natürlich auch noch mit Bronzer weitermachen. Und da ist in den letzten Wochen, ja, mehrere Produkte sind da eingezogen. Zum einen aus der Drogerie einmal ein Produkt, wo mir ganz viele gesagt haben, das soll ich unbedingt mal ausprobieren. Von Catrice, den Melted Sun Cream Bronzer. Der ist ja schon länger draußen, aber ich habe ihn bis jetzt noch nicht ja, quasi gefunden gehabt in der dunkleren Nuance. Das ist die Farbe 030 Pretty Tint. Ich hoffe, es ist nicht zu so dunkel. Der sieht schon echt mega, mega dunkel aus. Und dann habe ich aber auch noch zwei Puderprodukte, die auch ganz neu eingezogen sind. Zum einen von der Marke, ich muss mal eben den Pinsel zur Seite legen. Erstmal von der Marke Sleek ein Puder. Das ist der in der Farbe Literally. Der scheint relativ, wie ihr seht, hell zu sein. Ich muss mal gucken, ob der passt. Vielleicht bleiben wir sonst bei den dunkleren. Und dann habe ich noch folgenden, der neu eingezogen ist bei mir, und zwar von NARS einer. Den habe ich auch schon länger hier liegen und noch, ja, ich glaube, ich habe den einmal ausprobiert. Ja, deswegen werden wir es heute ein bisschen ausgiebiger mit euch gemeinsam machen. Das ist der in der Farbe, das ist ein relativ dunkler Ton. Kirimba Matt. Vielleicht ist es auch eher was für den Sommer für mich, weil da bin ich ja oft sehr schnell gebräunt. Ist auf jeden Fall ein relativ dunkler Ton, aber er hat einen so schönen warmen Ton auch. Wir werden mal gucken, welche wir davon am benutzen können. Den hatte ich auch mal richtig günstig, habe ich euch gezeigt bei
ich glaube, Flaconi gekauft. Ich würde als allererstes gerne erstmal den von Catrice ausprobieren, weil auf den bin ich sehr gespannt. Da habe ich auch so einen Pinsel vorbereitet, den habe ich letztens schon benutzt für Cream Bronzer und habe den einfach ein bisschen sauber gemacht. Und den werden wir jetzt natürlich versuchen, mehr aufzutragen. Ich hoffe, kommst du, ohne dass es ja, fürchterlich wird. Ich bin nicht der größte Cream Bronzer Fan, muss ich sagen. Ich probiere es immer mal wieder aus, aber ich finde es in der Handhabung, wenn man keine Foundation trägt, schon ein bisschen schwierig. Wenn man Foundation trägt, ist es natürlich praktisch. Deswegen habe ich jetzt auch meine Haut noch nicht fixiert. Ich fange auch ganz klassisch an, ja, mit meinen Wangenknochen. Ich gebe das Ganze jetzt einmal. Ja, der ist schon relativ dunkel. Ich bin nur ganz leicht rein. Ja, also das ist auf jeden Fall was bei mir, den ich ja für den Sommer benutzen würde. Ja, der ist schon relativ dunkel, wie ihr seht. Naja, wir werden das Ganze natürlich jetzt einmal auftragen. Ja, vielleicht, wenn man es gleich einmal fixiert hat, auch, und wenn wir den gleich einmal ein bisschen verblendet haben, wird es vielleicht ein bisschen besser aussehen. Aber der ist schon relativ dunkel, wie ich finde. Also für mich eher ein Produkt, wenn ich ein bisschen gebräunter bin. Aber ich finde es gut, dass mal Catrice auch mal was Dunkleres rausgebracht hat, weil oft ist es das so, dass eine Drogerie wirklich für, ich sag jetzt mal, ab mittlerem Hautton und dunkler nicht viel in der Drogerie zu bekommen war, früher vor allen Dingen. Jetzt ändert sich das ja Gott sei Dank. Auch bei den Foundations haben wir ja jetzt richtig viel Auswahl. Und das finde ich wirklich auch gut. Genau, ja, der ist schon recht dunkel, ne? Das muss ich auf jeden Fall ordentlich verblenden hier. Machen wir das Ganze auch einmal auf der anderen Seite und dann werden wir natürlich auch noch ein bisschen konturieren. Dafür werde ich auf jeden Fall den von NARS probieren, auch wenn der warm ist. Eigentlich nimmt man ja den warmen Bronzer zum Bronzen im Gesicht, quasi zum Umrahmen. Und für die Wangenpartie, für die Kontur nimmt man eigentlich einen kühleren. Aber der von Stick, glaube ich, ist doch ein Ticken hell. Deswegen werden wir das Ganze jetzt einmal. Ja, aber so jetzt verblendet, finde ich, ist es okay. Na, ich bin, wie gesagt, aktuell ziemlich hell für meine Haut. Also er lässt sich auf jeden Fall gut verblenden, das muss ich schon so sagen. Aber die Farbnuance ist natürlich ein bisschen, na, ja, zum Ganzen geht es eigentlich, ne? Geht es auf jeden Fall. Das geht schon klar. Erst dachte ich echt, es ist sehr dunkel, aber. Ich finde, das kann man auf jeden Fall machen. Mein Piercing hat sich ein bisschen gedreht. So, dann tun wir noch hier ein bisschen davon aufdrehen mit den Resten vom Concealer. Dann werde ich nämlich auf jeden Fall auch noch ein bisschen in die Kontur gehen. Also quasi in die Wangenpartie gehen. Und ich glaube, ich probiere mal als allererstes den von Sleek aus. Ansonsten nehmen wir gleich auch noch ein bisschen von dem von NARS, der auch relativ dunkel ist. Aber vielleicht reicht ja auch der von Sleek schon aus. Wir machen das Ganze jetzt einmal mit ja, einem ganz normalen Bronzerpinsel einmal auftragen. Joa. Ja, könnte noch ein bisschen dunkler sein. Mag ja Bronzer. Es ist einer meiner liebsten Produkte in meinem Alltag. Schminken muss ich wirklich sagen. Es gibt einfach immer so einen richtig schönen Sun-Kissed-Look. Egal wie dunkel, wie hell ihr seid. Finde ich das immer wirklich so mein Lieblingspart beim Schminken. Ich nehme mal noch ein bisschen von dem NARS Bronzer. Da muss ich sagen, habe ich auch noch nie den ganz klassischen oder auch Laguna ist ja auch ein sehr gehypter. Habe ich auch noch nie benutzt, weil ich finde die relativ hell. Ein bisschen wie der Hoola Bronzer von Benefit, den ich übrigens auch habe, aber wirklich sehr selten nutze. Oh ja, der ist besser. Ach, jetzt habe ich ein bisschen übertrieben, aber. Ich gehe nochmal hier ein bisschen mit drüber. Gefällt mir auf jeden Fall ein bisschen besser. Wenn das Ganze sich gleich gesetzt hat, dann wirkt das auch alles ein bisschen besser noch, ihr Lieben. Wir fangen also heute mal verkehrt rum an. Normalerweise mache ich ja immer erst die Augen, aber heute machen wir auf jeden Fall einmal das Gesicht als erstes. Und ja, ihr seht das natürlich. Jetzt ist natürlich ein bisschen viel, aber ich werde das Ganze gleich nochmal mit einem Puderpinsel ausblenden. Das machen wir nämlich jetzt direkt. Einfach, um das Ganze so ein bisschen noch zu setzen. So ist es an der Stirn vor allen Dingen schon ein bisschen dunkel geworden. So, und das, obwohl wir nicht mal Foundation drauf haben, deswegen gehe ich jetzt einfach nochmal mit einem ganz normalen Puderpinsel drüber, um das Ganze einfach nochmal so ein bisschen zu verblenden und zu setzen. Gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber gefällt mir. Das sieht natürlich jetzt, wenn man noch nicht Blush und so drauf hat, ein bisschen vielleicht viel aus, aber damit machen wir jetzt weiter. Und natürlich auch mit der Augenpartie, ihr Lieben. Wo wir jetzt gerade bei Gesicht sind, ich habe auch einige neue Blushes im ja, letzten Monat oder letzten Wochen vor allen Dingen gekauft. Und einige waren auch Goodies, zum Beispiel der von
Mac. Bei meiner letzten Mac-Bestellung an Black Friday war das, glaube ich. Da gab es den nämlich dabei, dass da in der Farbe Warm Soul. Der ist mir ein Ticken zu hell, deswegen werde ich heute einen anderen euch zeigen, den ich euch schon auch letztens in meinem Beauty Haul gezeigt habe. Ich habe ihn auch schon ein, zwei Mal benutzt, muss ich sagen. Das ist so ein schöner Farbton. Ich dachte immer, der wird relativ hell ausfallen. Und zwar ist das einmal von MAC das Powder Blush in der Farbe Fleur Power. Ein richtig schöner roséfarbener, ja, quasi Blush. Der hat auch, glaube ich, ein Satin Finish, wenn ich das nicht falsch gesehen habe. Powder Blush, genau, Satin Finish. Das bedeutet, es ist jetzt nicht so super matt, sondern ihr habt so ganz leicht, also es ist kein Schimmer. Also wenn ihr den so euch anguckt, der hat überhaupt keinen Schimmer oder so, oder Glitzeranteil drin, null. Aber der hat halt so, der ist so ganz leicht satiniert und das finde ich wirklich super schön. Ein richtig schöner, roséfarbener, ja, geht sogar leicht ins Peach, finde ich. Blush, ich liebe die MAC Blushes. Ich habe einige und ja, ich benutze die wirklich super gerne. Das sind wirklich richtig schöne Produkte. Da gehe ich auch mit einem Pinsel rein, den ich auch vorher schon mal mit einem rosafarbenen benutzt habe. Den habe ich aber auch einmal ein bisschen vorher sauber gemacht. Gehe da einmal rein. Das ist so, dass die Pigmentierung schon relativ stark ist, aber ich baue sie auch immer noch so. Ich gehe mal ganz leicht rein, klopfe mir das ab und baue mir das dann immer so ein bisschen auf. Ja, ihr seht das. Das ist ein richtig schöner, ich finde, der macht so ein richtig schönes, frisches und gesundes Gesicht. Also ist wirklich auch aktuell einer meiner liebsten Blushes, muss ich sagen. Ich mag einfach diese Roséfarben aktuell super gerne. Und kann man wirklich, auch finde ich, für jeden Hauttyp kann man den benutzen. Ich mache mal so ein bisschen über die Nasenspitze drüber. Ihr seht, das ist jetzt gar nicht, ja, so wenig, obwohl ich wirklich immer abklopfe und nur so ganz leicht reindippe. Aber das ist auf jeden Fall ein wunderschöner Blush. Gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, von der Marke MAC, der Fleur Power in diesem Satin Finish, kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr auf roséfarbene Blushes steht. Ist es auch in den letzten Wochen natürlich einiges im Bereich Highlighter eingezogen, in dem ich muss mal eben hier ein bisschen sortieren. Es sind einfach so viele Produkte in letzter Zeit eingezogen. Ich habe ja mehrere, die ich euch gerne heute zeigen würde. Aber ich glaube, wir werden diese beiden einfach mal probieren. Zum einen der von Essence aus dieser Emily in Paris Limited Edition. Den habe ich noch immer nicht benutzt. Das ist der Baked Highlighter. Den kann man natürlich ganz gut so ein bisschen auch als Topper nutzen, denn der ist schon sehr roséstichig. Und dann habe ich noch einen relativ neu, der war nämlich in diesem Adventskalender drin von Bobbi Brown. Und zwar ist das der Highlight, das Highlighting Puder in der Farbe Pink Glow. Das waren ja alles nur so kleine Größen. Da waren ja ganz wenig Produkte in Originalgröße drin. Das ist einmal dieser hier, der ist auch richtig schön. Ich werde mal beide swatchen, dann gucken wir, welchen wir heute benutzen. Ja, der hat auf jeden Fall so einen richtig schönen silbrigen Schimmer auch. Hier sieht er einmal aufgetragen. Das ist ein richtig schöner, relativ kühler, finde ich. Da wird der von Emily in Paris bestimmt ein bisschen wärmer sein. Gucken wir mal, was der uns sagt. Ja, der ist auf jeden Fall rosastichiger. Und ich glaube, den werden wir auch auftragen. Ich glaube, das passt ganz gut zu unseren Wangen. Und ja, den gebe ich mir dann einmal mit einem Highlighter-Pinsel auf, geht da ganz vorsichtig rein. Das ist ja ein Baked, also die pudern ganz schön ab. Ihr seht, das kommt ordentlich fast an Staub runter, ordentlich abklopfen. Da, ja, das ist so, deswegen bin ich auch nicht so der riesen Baked-Highlighter oder auch Baked-Blush-Fan. Da mag ich die ganz klassisch ein bisschen lieber. Oh, so. Den muss man auf jeden Fall ein bisschen aufbauen. Ich finde, der ist jetzt, ne, jetzt wenn man den so ein bisschen aufgetragen hat, geht's aber. Den ersten Blick ist der jetzt nicht sofort präsent, finde ich. Ja, definitiv ein schöner Highlighter. Der ist nicht sehr hell. Ich weiß nicht, also ich denke, für ganz helle Häutchen wird der vielleicht eher als Blush-Topper gehen. Aber wenn ihr so ein Hauttyp seid wie ich, dann wird er euch auf jeden Fall gefallen. Ja, gefällt mir auf jeden Fall auch schon mal richtig, richtig gut. Machen wir dann weiter mit der Augenpartie. Und da werde ich auf jeden Fall viele neue Produkte benutzen, ihr Lieben. Ja, also fürs Gesicht reicht mir das völlig. Ihr seht, das ist ein richtig schönes Ergebnis geworden, obwohl wir keine Foundation drauf haben. Und zwar habe ich einige neue Produkte für die Augen. Aber als allererstes fangen wir an mit den Augenbrauen, denn die haben es bitter nötig, wie ihr seht. Langsam lässt auch meine, ich habe ja mir genau vor einem Jahr, war das im Januar 2023, die Augenbrauen stechen lassen. Und ich glaube, im Februar
habe ich mir sie nachstechen lassen, aber wie ihr seht, hält das bei mir kaum. Also man sieht es nur noch ganz leicht durch und ja, es ist bei mir halt so, dass das halt nicht so ewig lange hält. Aber dennoch finde ich, ist es auf jeden Fall besser, als hätte ich es gar nicht gemacht. Bei mir halten einfach diese Prozeduren nicht so gut. Ich habe auch einen neuen Augenbrauenstift. Ah, der ist hier oben, genau. Von der Marke MAC auch. Es sind einige MAC-Produkte, weil ich da zu Black Friday bestellt hatte und auch in meiner Mystery Bag von Cosmetic Express waren einige Produkte von MAC dabei. Und zwar ist das der Eyebrow Styler in der Farbe Spiked. Ich hoffe, die Farbe passt. Das ist so ein aschiger Ton, finde ich. Ein relativ aschiger Ton. Und ja, ich bin ja mittlerweile wirklich eher auf der. Ich schminke meine Augenbrauen meistens mit einem Augenbrauenpuder, muss ich dazu sagen. Deswegen werden wir mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Ich kämme mir einmal meine Augenbrauen hoch. Also zumindest das, was ich da habe. Seht, das ist echt, ich habe echt leider ganz wenig Augenbrauen. Deswegen, wenn man das sieht, seht ihr, das ist noch die Schattierung von meinem Permanent Make-up. Ich hatte mir damals Powder Brows machen lassen. Genau. Oh ja, die Farbe geht. Aber das ist ein aschiger Ton, würde ich sagen. Also das ist nicht schlecht. Er ist nicht zu warm, aber auch nicht zu kühl. Ja, kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Also ich bin mit den Augenbrauen fertig, ihr Lieben, und ich muss sagen, es hat sehr gut funktioniert. Das Bürstchen war sehr gut. Ja, da könnte ein Ticken dunkler für mich sein, aber ansonsten, was sagt ihr? Ich finde, das ist eine sehr schöne Farbe. Wie gesagt, der Brow Styler Spiked gefällt mir gut. Den werde ich auf jeden Fall auch weiter benutzen, weil es geht relativ schnell mit dem, muss ich sagen. Die Spitze habt ihr gerade gesehen, die ist schön dünn. Damit kann man gut nachzeichnen, gerade wenn ihr so wie ich ja mehr Fülle haben wollt oder halt so wie sehr wenig habt, dann ist das ein sehr cooles Produkt. Das nächste Produkt ist auch von MAC, ihr Lieben, und zwar ist das ein Paint Pot Pro Long Wear. Ich wollte schon Ewigkeiten einen haben und als es bei der Black Friday Aktion da mehrere Geschenke zum Aussuchen gab, habe ich genau die Farbe mehr mitbestellen können, die ich unbedingt auch mal ausprobieren wollte. Viele sind ja ein Fan vom ich glaube, Ocker nennt er sich. Den wollte ich gar nicht haben, sondern ich wollte schon immer gern den Painterly haben, weil der hat einen leichten rosa Stich. Und das finde ich persönlich bei meinen Augen, bei meiner Augenpartie ein bisschen schöner, weil ich habe ja auch, wie ihr seht, so kleine Muttermale und Pigmentflecken und so. Und da wollte ich den ganz gerne mal ausprobieren. Das Ganze mache ich jetzt auch nur auf einem Auge. Ich werde das zweite Auge gleich auf Kamera schminken, damit das Video nicht zu lange geht. Ich gehe da jetzt mit dem Finger einfach rein. Ich könnte da natürlich auch einen Pinsel zu nehmen, aber. Ja, viele sagen ja auch, man muss nicht unbedingt eine Base nehmen. Man kann das auch einfach mit einem Concealer machen. Ich muss sagen, ich finde es mit der Base schon ein bisschen schöner. Im Alltag nutze ich auch keine, aber wenn ich wirklich so Make-up-Looks mache, die ein bisschen länger halten sollen, dann mag ich das schon ganz gerne, wenn ich dann da einfach ja, was habe, was das Ganze ein bisschen auch auffällt. Ihr seht das. Das ist eine sehr coole Farbe für mich. Hält so ganz leicht die Partie auf und das mattiert richtig schön. Gerade wenn ihr so wie ich ja, ein bisschen öligere Lider habt, dann ist das, glaube ich, ganz cool. Und auf jeden Fall ein cooles Produkt, was ich auf jeden Fall auch weiter benutzen werde. Was die Augen angeht, ich habe einige neue Lidschattenpaletten, ihr Lieben. Ich habe nichts überlegt, was ich benutzen wir heute. Ich habe von Avon ganz viel Neues gehabt. Ich habe von MAC eine richtig schöne Palette bestellt, aber die ist sehr farbenfroh. Und ja, ich habe auch zwei neue ja, Paletten von der lieben Natascha. Ich gucke mal eben, wo die beiden abgeblieben sind, damit ich euch die zeigen kann. Das eine ist halt schon sehr grell, es ist halt blau. Vielleicht mache ich damit demnächst noch einen Look. Und diese Farbpalette ist halt total meins. Das ist die Mini Starlet und das ist einmal die Mini Triochrom Palette. Die sind beide ganz neu bei mir eingezogen, also vor ein paar Wochen. Und ich habe die noch gar nicht benutzt, ihr Lieben. Also es sind auf jeden Fall sehr schöne Paletten. Aber ich möchte eine Palette benutzen, die ich auch schon vor einigen Wochen gekauft habe. Die habe ich jetzt auch schon ein bisschen länger hier liegen. Von Too Faced, die Cosmic Crush. Das ist eine Palette, bei der wirklich sehr wenige reden. Und ich finde die Palette einfach so hübsch. Die werden wir heute einfach benutzen. Ihr seht, ich bin noch nicht wirklich in den Farben drin gewesen. Ich habe die eine oder andere Farbe mal geswatcht. Aber es wird was werden, was ein bisschen auch ja, auf meiner, sag ich mal, auf meiner. In meiner Komfortzone liegt, aber die Farben sind auf jeden Fall mega, so wie die Farbe Hypernova zum Beispiel. Das ist ja ein richtig abgefahrener Ton, wie ihr seht. Aber wir werden auf jeden Fall in der eher ja, rosé-lilafarbenen Richtung bleiben. Das Ganze fangen wir erstmal, starten wir mit einer Farbe, die sehr schön ist, zum, finde ich, für quasi den, für die Crease, genau. Und, da, und zwar nehme ich erstmal die Farbe Interstellar. Das ist einmal dieser hellere Nude-Ton, den gebe ich mir dann einfach einmal über meine Lidfalte auf. Das ist der von mir, dass ich das immer so ein bisschen überschattiere aufgrund meiner Schlupflider.
und nicht in die genau, Crease reingehe, also in die Lidfalte. Einmal schön abklopfen. Also die Farben von Too Faced, muss ich auch dazu sagen, sind gut, aber ist jetzt auch nicht wirklich ein, ja, was die Pigmentierung angeht, das ist mal so, mal so. Es gibt Farben, die funktionieren sehr gut, aber ich habe auch oft schon Farben gehabt, die finde ich nicht so gut funktioniert haben. Die Farbe, seht ihr, ist ganz, ganz soft, deswegen brauchen wir auf jeden Fall noch was Dunkleres. Und zwar gehen wir da in die Farbe Out of This World. Das ist einmal dieser wunderschöne Rosenholzton. Den nehmen wir dann als nächstes. Und mit dem gehe ich dann auf das, in die, richtig in die Falte, in die Augenfalte rein, in die Lidfalte. Und gebe mir das wirklich so richtig schön großflächig auf meine Lidfalte. Es wird jetzt hier kein extravaganter Mega-Look, möchte ich auch gar nicht heute. Und ich möchte einfach einen schönen Look schminken, der zu deinem gesamten Make-up-Produkten, die wir heute benutzen, auch passt. Dann gehe ich noch ganz leicht in die Farbe Superstar rein. Das ist dieser richtig schöne, wärmere Braunton. Den gebe ich mir dann auch noch mal so ein bisschen in Lidfalte, um das Ganze noch ein bisschen dunkler zu gestalten. Mehr machen wir auch gar nicht heute. Das reicht schon völlig aus, wie ihr seht. Das ist jetzt ein ganz, ganz schlichter Look. Also möchte ich auch gerne so halten, weil ich möchte auf jeden Fall noch welche von diesen schönen glitzerigen Farben ausprobieren. Zum einen, das macht man, glaube ich, auch besser mit den Fingern, einmal die Farbe Ultraviolett. Das ist ein Farbton, der mir auch richtig gefällt. Das ist dieser hier, den gebe ich mir dann mit dem Finger einmal auf der Mitte des Augenlides auf. Wow, richtig schöner Ton. Passt auch jetzt ganz gut zum Gesamten auf jeden Fall. Den gebe ich mir hier so auf die Mitte auf. Trotz, obwohl ich jetzt irgendwie keinen separaten Pinsel benutzt habe, finde ich, funktioniert das mit dem Auge ganz gut. Ja, die Pigmentierung ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ist, ja, so wie es typisch ist für Too Faced, jetzt nicht so die krasseste Pigmentierung, aber ich habe auch darunter schon einen matten Lidschatten. Das saugt natürlich auch noch sehr viel auf von diesem Schimmer. Und auf jeden Fall möchte ich die Farbe Frost in Space, das ist einmal dieser Ton hier. Der hier, der ganz schlichte, den möchte ich mir gleich in den Inner Corner geben. Deswegen nehmen wir noch diesen Ton und den geben wir uns dann in den vorderen Bereich. Das mache ich jetzt auch einmal. Ich nehme mal eben mein Tuch, um einmal meinen Finger sauber zu machen. So. Und zwar gehe ich da einfach mal mit dem Pinsel rein. Das ist auch einer, so ein ganz flacher. Den gebe ich mir einmal nach vorne, den Farbton. So. Ein bisschen quasi zum Highlighten des Innenaugenwinkels. Ach ja, ein Farbton, der relativ schlicht ist, obwohl er jetzt hier im Pen so richtig schön rosa wirkte. Sieht er auf dem Auge ein bisschen güldener aus. Kann man auf jeden Fall machen. Und die Farbe Starlight, das ist dieser richtig schöne Funkelton. Den geben wir uns dann in den vorderen Bereich des Auges. Quasi da, wo dieses etwas Lilane anfängt. So davor, dass es so ein kleiner Übergang auch ist. Finde ich ganz hübsch. Und das tun wir dann einmal damit aufgeben. Das gefällt mir schon ganz gut. Dann habe ich auch noch was anderes im Bereich Augenpartie. Und zwar habe ich mir bei MAC einen Kajalstift bestellt, ihr Lieben. Ich habe Ewigkeiten kein Kajal mehr getragen. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht. Auf jeden Fall wollte ich ganz gerne einfach so die Bestellsumme ein bisschen voll bekommen. Deswegen habe ich ihn noch zweimal bestellt, weil so einen schwarzen Kajalstift kann man immer gebrauchen. Das ist der in der Farbe Black Black, nennt sich Chromographic Pencil. Und das machen wir dann jetzt einmal nicht auf dem Auge, sondern damit werde ich mir den unteren Wimpernkranz einmal ein bisschen, genau, auf der Wasserlinie werden wir das Ganze einmal auftragen. Das habe ich auch sehr lange nicht gemacht. Ich hoffe, ich kriege es jetzt auch hin auf Anhieb. Ich möchte die Farbe mal ein bisschen warm malen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist das Ganze schon da. Gleitet auf jeden Fall sehr gut. Und ihr seht, das macht das Ganze so ein bisschen katziger. Ja, das gefällt mir. Macht das Auge natürlich auch ein bisschen kleiner jetzt in meinem Fall, aber es rahmt das Ganze ein und macht es ein bisschen katziger. Das gefällt mir auch sehr gut. Also der MAC Chromographic Pencil in der Farbe Black Black. Das gefällt mir auf jeden Fall auch. Ich schminke eben das zweite Auge zu Ende, ihr Lieben, und dann machen wir weiter mit den Lippen. Ja, ihr Lieben, ich habe jetzt das zweite Auge zu Ende geschminkt, wie ihr seht. Es ist ein richtig schöner, ja, Make-up-Look geworden, finde ich. Mir liegt das ein bisschen lila als da, obwohl es der gleiche Verlauf ist. Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Palette, die Too Faced Cosmic Crush Palette. Für alle, die sie noch nicht kennen, ja, auf jeden Fall ist das eine
eine richtig schöne Farbbreite. Es sind mal andere Farben auch drin, als man sonst so kennt. Und ja, mir gefällt der Look ganz gut. Ich möchte natürlich gerne die letzten Posten mit euch gemeinsam schminken, und zwar die Lippen. Und da habe ich mich dazu entschieden, etwas zu benutzen, was ich auch noch gar nicht ausprobiert habe. Und zwar, ich hatte euch gezeigt, ich hatte mir von Charlotte Tilbury dieses Pillow Talk Set mal gekauft. Das ist auch schon ein bisschen her. Bin auch noch nicht dazu gekommen, das Ganze zu benutzen. Und zwar ist das einmal die Kombi, die ich gerne heute mit euch ausprobieren möchte. Der Pillow Talk, ja, Lip Liner. Und dazu auch passend der Pillow Talk, ja, Lippenstift. Das sind so kleine Größen gewesen in dem Set. Mal gucken. Ich hatte ein bisschen Balsam vorhin auf den Lippen, weil die im Moment so trocken sind von dem Wetter. Müsste jetzt eigentlich klappen. Jetzt werden wir einmal die Lippen umranden, ihr Lieben, mit dem Pillow Talk. Das ist ein richtig schöner, ja, so ein Nude-Ton, der sonst rosa geht. Tragen wir einmal auf. Wollte ich schon lange ausprobieren, weil viele ja davon so schwärmen. Okay, es ist auf jeden Fall eher so meine Lippenfarbe. Das könnt ihr ganz gut erkennen. Es ist auf jeden Fall ein Roséton, würde ich sagen. Ja, ist okay. Ich bräuchte den doch ein bisschen dunkler, glaube ich, aber. Ist okay, man könnte den jetzt auch komplett zum Ausrahmen nehmen. Mache ich aber nicht, weil ich gerne den Lippenstift auch dazu ausprobieren möchte. Das ist nämlich auch ein richtig schönes, ja, rosa Nude, würde ich sagen. Also auch ein sehr schöner Farbton. Perfekt, weil die auf nude-farbene Lippen stehen. Oh ja, der ist richtig schön cremig, muss ich sagen. Fühlt sich sehr gut an beim Auftragen. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Könnte jetzt zu diesem Augen-Make-up doch noch ein bisschen dunkler sein, vielleicht mit einem dunkleren Lip Liner, aber es ist auf jeden Fall ein richtig schöner Nude-Ton. Gefällt mir auf jeden Fall auch. Ich werde das Ganze nochmal mit einem dunklen Lip Liner demnächst auftragen, aber an sich ist das schon ein ganz schöner Lippenstift. Gefällt mir auf jeden Fall. Ja, das ist auch schon mein fertiger Look, meine Lieben. Mal ein bisschen was anderes. Ja, auch wenn es auf der rosa Seite wieder ist. Ich mag das ganz gerne mit dem Kajal, was ich schon lange nicht benutzt hatte. Aber auch die Farben, wie gesagt, auf dem Auge gefallen mir. Augenbrauenstift hat sich ganz gut gemacht und auch die Face-Produkte, jetzt wo das Ganze ein bisschen gesetzt hat, muss ich sagen, gefallen mir auch richtig, richtig gut. Mal zur Abwechslung heute mal wieder ein Schminkvideo, meine Lieben. Ihr könnt mir gerne mal unter die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Look sagt, welche Produkte ihr gut findet oder welche auch nicht, ihr nicht so gut findet, könnt ihr mir gerne auch mal unten reinschreiben. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr diesem Daumen ein Video einen Daumen nach oben gibt und wir uns gesund und munter im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!